Ich bin heute relativ weit oben. Es ist auch schon recht kühl. Es regnet und regnet. Und ich tue mir ehrlich gesagt etwas schwer, hier einen geeigneten Liegeplatz zu finden. Super interessante Gegend, in der ich da heute gelandet bin. Ich bin wieder in Norditalien, in der Friaul-Gegend unterwegs. Es geht in diese Richtung, es liegt schon ein bisschen Schnee, aber ungefähr da drüben, entweder an dem Berg oder da drunter, werde ich versuchen, eine flache Stelle zu finden, wo ich mein Biwakzelt aufbauen kann. Es liegt da stellenweise überall noch Schnee in den Rinnen. Das heißt, man muss da gut aufpassen, es ist recht rutschig. Ich bin jetzt ungefähr im Zielbereich. Es liegt mehr Schnee, als ich erwartet habe. Aber ich werde jetzt den Berg da hoch und schauen, ob ich da oben irgendwas finde. Wenn nicht, werde ich wahrscheinlich in diese Richtung absteigen und mir da unten irgendwas suchen. Denn es wird heute recht windig werden. Also ich brauche irgendwas Windgeschütztes. Es sind hier auch überall ein paar so alte Stellungen aus dem Krieg. Vielleicht kann ich mir das ein bisschen zunutze machen und hinter so einer Stellung einen windgeschützten Platz finden. Aber ja, das ist der Plan. Also ich bin jetzt hier am Gipfel. Die Aussicht hier oben wäre natürlich super, aber es ist einfach zu windig und ich finde auch nicht wirklich einen geeigneten flachen Platz. Ich werde wahrscheinlich da in die Richtung nochmal schauen, vielleicht finde ich da was, aber ja, wahrscheinlich ist es besser, wenn ich weiter absteige. Es wird jetzt auch immer windiger. Die Drohne hat auch ordentlich Probleme, da jetzt in der Luft zu bleiben noch, um ganz ehrlich zu sein. Aber ja, ich werde noch ein bisschen rumschauen und wenn es nicht geht, dann werde ich einfach absteigen und mir unten hoffentlich einen halbwegs windgeschützten Platz suchen. Das ist auch so ein richtiges Labyrinth hier. Ich tue mir brutal schwer, da rüber zu kommen. Ich weiß auch gar nicht, ob da überhaupt ein Weg rüberführt. Es sind hier überall so Löcher und Kluften und Schluchten, dass ich da einfach nicht vorwärts komme. Okay, ich gebe auf. Ich finde da keinen Weg rüber. Das ist mir zu heiß, das ist mir zu gefährlich. Deswegen steige ich da jetzt ganz gemütlich ab und suche mir weiter unten ein Plätzchen. Es scheint, als hätte ich jetzt doch noch einen ganz interessanten Platz gefunden. Es ist wie gesagt so eine alte Kriegsstellung hier. Und da wäre so ein Plätzchen, das halbwegs gerade ist und auch zwar nicht von allen Seiten geschützt. Ne? Hier zieht es durch, aber zumindest eine Wand. Die Aussicht ist auch gut. Das könnte was sein, das ich mir nochmal genauer anschaue jetzt. Kommt hier hinten noch der Bogen rein. Die Sonne ist schon langsam am Untergehen. Ich versuche hier gerade noch ein paar Heringe zu versenken. Das ist leider gar nicht so einfach, weil das alles recht steinig ist hier. Die Sonne ist jetzt schon untergegangen und ganz schnell wird es ganz ungemütlich hier. Ich bin ehrlich gesagt sehr froh, dass ich mich gegen den Gipfel entschieden habe. Das zieht jetzt hier ganz schön zu. Da bin ich doch sehr zufrieden mit meinem Plätzchen hier. Ich werde jetzt erstmal schauen, dass alles steht, falls wirklich noch mehr Wind kommt. Und dann können wir noch das Setup durchgehen.
Wow, es hat jetzt richtig, richtig zugezogen. Das muss ich schon sagen. Das sieht jetzt gar nicht mehr so gemütlich aus, wie es vorhin war. Aber es ist auch irgendwie cool. Da bin ich gerade noch rechtzeitig. Ich war heute ein bisschen spät dran. Schlechte Planung oder nicht ideale Planung. Es ist alles gut. Die Planung war noch okay. Aber ich hätte einfach noch gerne ein bisschen mehr Zeit da am Gipfel gehabt, um den ein bisschen zu erkunden. Dazu war einfach nicht genug Zeit, weil im Dunkeln irgendwie das Aufbauen, das macht keinen Spaß. Und das brauche ich nicht. Ich werde jetzt ein bisschen entspannen und mir langsam was zum Essen machen. Ups. Interessante kleine Jacke. Ja, das wiegt nichts. Ist eine Windjacke. Ist neu. Habe ich noch nie probiert. Aber nachdem es jetzt windig ist, kann man das mal ausprobieren. Oh, es fängt zu regnen an. Okay. Das ist dieses Biwakzelt. Ja, ist nichts Großes, aber hat hier ordentlich das Gestell für Kopffreiheit. Und ja, unten auch nochmal so ein Bogen, damit die Beine frei sind. Kostet, ich habe es damals um 70 Euro gekauft. Ich denke, jetzt kostet es 100 Euro, um die 100 Euro. Ich habe es einmal ausprobiert. Ich werde es in so einer Situation wie jetzt, ist eigentlich so der Haupttest. Ich bin gespannt, wie das funktioniert. Aber grundsätzlich finde ich das recht sympathisch auch wieder. Das hat man schon mal. Morgen kann ich euch mehr sagen. Also grundsätzlich hier ist Moskitonetz. Ne? Kann man offen lassen. Kann man Sterne schauen, wenn man möchte. Hier vorne ist eine Lüftung, auch da hinten ist eine Lüftung, die habe ich jetzt hochgerollt. Wenn es jetzt wirklich zu regnen anfängt, dann rolle ich das runter, damit da kein Regen reinkommt. Also das ist so das Setup. Ich mache hier wieder zu. Es ist so ein bisschen Feuchtigkeit in der Luft gerade. Ja, also bin gespannt. Ich denke jetzt gerade ans Kochen, ob ich hier draußen kochen sollte oder ob ich mir vielleicht diesen Bunker da anschauen soll. Vielleicht kann ich ja da drin gemütlich und windgeschützt kochen. Mal schauen. Ja. Alright. Alright. Naja. Ich meine, so schlecht ist es nicht. Aber richtig gemütlich ist das Ganze auch nicht. Ja, und geschützt, aber. Ich denke, ich werde draußen essen. Habe ich genug Wasser. Es hat jetzt komplett zugezogen, also ich sehe gerade gar nichts mehr. Das ist auch irgendwie cool. Ich bin relativ gut vom Wind geschützt, bis jetzt zumindest. Also das ist alles recht zufriedenstellend. Mit dem Wind, glaube ich, habe ich ein bisschen Glück gehabt. Es zieht extrem hoch da hinter dieser Wand. Und hier bin ich doch ganz gut geschützt. Also das passt. Wahrscheinlich sieht man mich auch gar nicht mehr. Die Nase läuft auch. Auf jeden Fall, mit dem Wind habe ich Glück gehabt. Ist sicher einer der ungewöhnlichsten Plätze, an denen ich mein Abendessen verspeist habe. Jetzt werde ich mir noch schnell die Zähne putzen. Und dann werde ich mich verkriechen. Ich
Ich werde mich jetzt langsam hier zurückziehen in mein kleines Reich. Wie man sieht, man hat so ein bisschen oder relativ viel Kopffreiheit. Das ist erstaunlich eigentlich. Gefällt mir gut. Ja, ich werde jetzt bald zumachen, denn es tröpfelt immer noch so ein bisschen dahin. Die Schuhe kommen tatsächlich in den Rucksack. Der Rucksack ist wasserdicht und dann passt das. Und jetzt wird das ganze Teil einfach mal zugemacht. Und so sieht das Ganze dann von innen aus. Ich habe jetzt hier komplett zugemacht. Ja, die Nähte sind abgeklebt, also das ist alles dicht. Hier hinten kann man rausschauen. Ich habe es offen gelassen. Mal schauen, ob mir das noch zum Verhängnis wird, denn es regnet jetzt. Und das Fliegengitter mache ich jetzt auch noch zu. Das brauche ich zwar nicht, aber es geht einfach darum, dass das nicht herumhängt. Ja, und so sieht das dann aus. Vielleicht können wir da morgen früh noch mal kurz durchschauen, aber grundsätzlich ja, ist das hier der Raum. Ja, das ist gar nicht so schlecht. Ich habe hier genug Platz. Ist ziemlich cozy. Also, ich muss sagen, gefällt mir gar nicht schlecht. Da hinten habe ich mein Zeug. Ja. Ich habe da noch die Drohne und alles Mögliche hier, elektronisches Zeug. Da gibt es noch zwei Taschen. Also, ja. Ich hoffe einfach, dass ich da nicht zumachen muss, falls es noch stärker regnet. Ansonsten eine richtig coole Tour. Erstaunliches Gebiet hier. Also ich hätte nicht erwartet, dass das so schroff und so verschachtelt und so schwierig zu begehen ist eigentlich. Ich habe da viel länger gebraucht, als ich geplant habe. Deswegen bin ich auch später angekommen. Aber ja, alles gut gegangen. Und jetzt fängt es an zu regnen und wir sehen uns dann wahrscheinlich morgen. Es regnet und regnet. Auch was das Kondenswasser betrifft, nicht überraschenderweise viel davon. Es ist jetzt ungefähr 6:30 und es regnet jetzt stärker. Das heißt, ich muss die Tür dazu machen, die Belüftungstür. Hoffentlich kann ich das von hier aus machen. Oh, das wird gar nicht so einfach werden. Ich krieg's echt nicht hin. Okay. Guten Morgen. Ich habe versucht, die Tür da zu schließen, habe es aber nicht geschafft. Gott sei Dank hält sich der Regen in Grenzen bis jetzt. Und es hat noch nicht wirklich reingeregnet. Es ist zwar alles Feuchte drin vom Kondenswasser, aber zum Glück noch kein Regen drinnen. Ich werde jetzt warten. Vielleicht habe ich Glück, so ein kleines Wetterfenster, Regenfenster. Und dann werde ich meine Sachen packen und rausgehen. Wenn nicht, dann muss ich halt im Regen aussteigen aus dem Ding. Ich werde jetzt versuchen, das Regenfenster so gut es geht zu nutzen und alles abzubauen. Es regnet gerade nicht. Kondenswasser war natürlich vorhanden. Also die Wände sind definitiv nass, aber das ist ja auch zu erwarten. Also die Belüftung ist nicht sonderlich gut. Es ist zwar hinten und vorne, es müsste der Wind von vorne kommen, dann wäre es okay. Aber es hat halt einfach auch stark geregnet, es war relativ kalt. Da ist schon ein bisschen was an Kondenswasser zusammengekommen. Für ein, zwei Nächte ist sowas gut. Natürlich für schlechtes Wetter ist das wieder nicht super. Wenn es jetzt durchgehend schütten würde, dann, ja, dann wäre das kein Spaß. Jetzt ist gut, dass es gerade nicht regnet.
Aber ansonsten hat es gut funktioniert. Für gutes Wetter würde ich das definitiv wieder mal mitnehmen. Wenn es nicht regnet, dann wäre es sicher auch schön, das Ding offen zu lassen und nur mit dem Moskitonetz dann in die Sterne zu schauen. Hat ein paar negative Seiten, aber auch ein paar positive. War recht zufrieden. Ne? Da kommt ein Spaziergänger. Ja, Junge. Es scheint jetzt wieder ein bisschen aufzuklaren. Ich meine, ein bisschen. Da hinten hat man wenigstens ein bisschen Sicht. Ja, hier ist noch alles zu. Und es ist ziemlich kalt. Das da hinten ist übrigens der Mond. Ich denke, heute war Vollmond sogar. Es fängt gerade schon wieder an zu regnen, deswegen werde ich jetzt absteigen und meinen schönen Bunker hier verlassen. Mit dem Wetter hatte ich ein bisschen Pech, aber ja, es hat trotzdem gut funktioniert. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wir sehen uns auch wieder beim nächsten Mal. Ciao!